Okay. Hallo. Jetzt sehe ich dich nicht so richtig. Okay, also ich habe das Zeichen. So, ich habe das Zeichen bekommen, dass wir starten können. So, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe der Vorlesung Philosophische Kritik der Corona-Politik mit Professor Schönherr-Mann. Und bevor wir loslegen, wollte ich nochmal allen Spendenden danken, der HAB. Also veranstaltet wird das hier gerade von der HAB. Und ja, wir möchten weiterhin ja, dazu aufrufen, dass ihr gerne weiter spenden könnt, damit wir das Projekt, die verschiedenen Projekte, die damit zusammenhängen, weiter fördern können. Und wie gesagt, ein großes Dankeschön an alle, die uns da bisher schon unterstützt haben. Und ja, heute wird es gehen um, also heute steht das Thema Apokalypse im Zentrum, ja, wie man eine apokalyptische Politik der Krise in Bezug eben auf die Corona-Politik, ja, was man darunter verstehen kann. Und passend dazu ist auch der neueste, gibt es eine neue Preisausschreibung für philosophische Essayistik. Da wird es auch um das Thema gehen. Apokalypse. Die Preisausschreibung trägt den Titel Geht die Welt unter? Und ja, wir rufen dazu auf, dass ihr eure Essays einreichen könnt, die dann in der nächsten Ausgabe der Nahtex veröffentlicht werden und auch mit einem Preisgeld versehen sind. Und weitere Infos dazu findet ihr auf, ja, auf der Homepage der HAB. Genau, und dann schlage ich vor, dass wir loslegen. Ich bin sehr gespannt. Und freue mich. Ja, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Also, ja, heute geht es, ich habe den Titel etwas, er ist etwas sehr explikativ, Krankheit als die große Gefahr, medizinischer Machiavellismus als mediale Politik pastoraler Furchterzeugung. Und dann habe ich noch dahinter geschrieben, medizinische Diagnostik als religiös. Also mal schauen, ob ich das Ganze einlösen kann. Weiß ich nicht so genau, weil es geht hier natürlich jetzt um zwei Zentrale. Zunächst mal geht es noch nicht um Corona, sondern es geht einfach nur um zwei zentrale Begriffe, nämlich sagen wir mal apokalyptische Politik. Und auf der anderen Seite Machiavellismus, machiavellistische Politik. Also was man einfach beobachten kann, ja, seit Jahrzehnten, das ist eine zunehmende, ja, zunehmende Aktualität apokalyptischer Topologien. Es geht ständig irgendwie um Worst-Case-Szenarien. Es geht ständig um Untergänge. Es müssen ja nicht immer gleich ganze Weltuntergänge sein. Es reichen ja auch schon die Untergänge von ganz bestimmten Systemen und so weiter, Gesellschaften. Das hat sich in den Medien in den letzten Jahrzehnten sehr stark intensiviert. Ich finde es sehr bemerkenswert, als es wirklich eine große Gefahr gab, nämlich die Atomkriegsgefahr, während des Kalten Krieges, als diese Atomkriegsgefahr wirklich drohte, und es gab ja auch mal einen Fall, wo mehr oder weniger ein russischer Offizier die Nerven behalten hat, weil sein System offenbar gesponnen hat, also aus selbst mehr oder weniger technischen Pannen heraus hätte so etwas passieren können. Damals hat man diese Gefahren eher verharmlost. Da gab es dann in den 50er Jahren Reden wie mit der Aktentasche über dem Kopf kann man überleben. Und also da wurde die eigentliche Gefahr verharmlost. Und seit, sagen wir mal, dem Ende des Kalten Krieges ist die mehr oder weniger die große Gefahr, die wird immer wieder erneut und immer wieder neu beschworen.
Und das ist auch ein Topos natürlich in der Medizin, also nicht nur alleine jetzt sozusagen im Hinblick auf Epidemien. Also irgendwann vor 20 Jahren ist mal die Pest in Indien ausgebrochen. Da, ja, mein Gott, da waren gleich alle möglichen Leute dabei zu überlegen, bricht jetzt die Pest weltweit aus. Selbst die Inder haben das relativ schnell unter Kontrolle gekriegt. Ebola ist auch so ein Fall. Und dann gab es ja immer mehr wieder so ähnliche Krisen wie der Rinderwahn. Wer redet heute noch vom Rinderwahn? Da wurde irgendwie perhorisiert, dass alle, die irgendwann mal ein Stück Rindfleisch gegessen haben, Gehirnaufweichung kriegen. Also gerade auch in diesem Bereich und man kann natürlich auch sagen, rein auch in der medizinischen Praxis, da wird auch immer dem Patienten das Worst-Case-Szenario vorgehalten, jedenfalls in sehr häufigen Fällen. Also es ist gerade auch in der Medizin ein Topos, der weit verbreitet ist. Und ja, warum ist er so weit verbreitet? Warum ist er in der Politik und in den Medien so weit verbreitet? Nur bei den Medien kann man die Frage eigentlich zunächst mal relativ schnell beantworten, weil schlechte Nachrichten sind einfach, erhöhen die Einschaltquote, den Verkauf, die Auflage etc. Gute Nachrichten sind eigentlich nichts wert und deswegen, je schlechter die Nachricht, je dramatischer die Nachricht, umso eher kaufen die Leute das jeweilige Produkt oder sehen sich die Sendung an. Aber trotzdem, dahinter steckt noch eine ganz andere Dimension innerhalb der Politik, in der die Politik quasi mit Furcht regiert. Warum regiert sie mit Furcht? Warum kann sie mit Furcht regieren? Nun, mit der Furcht regiert die Politik dann natürlich am besten, wenn die Furcht besonders groß ist. Also eben, es muss nicht gleich der ganze Weltuntergang sein, aber ein großer Zusammenbruch. Und das hat eine Tradition, auf die will ich jetzt als erstes eingehen. Wo kommt sie her? Das Interessante an an dieser Redeweise, an dieser Argumentationsweise, dass quasi immer mit dem Worst Case operiert wird, und in letzter Konsequenz eben auch mit einer Art Weltuntergang oder dem richtigen Weltuntergang, der hat seine Herkunft aus dem Christentum. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Die Christen kennen den Weltuntergang. Die Juden kennen ihn nicht in dieser Form. Die Christen haben ihn von den Juden übernommen, aber die Juden haben eigentlich keinen Weltuntergang, sondern eine messianische Erwartung. Und die messianische Erwartung heißt, irgendwann kommt der Messias und dann gibt es allerdings sozusagen das große Reinemachen. Und die Bösen kommen in den Schmelzofen. Also diese Vorstellung gibt es schon im Judentum, vor dem Christentum. Und die Guten machen aber weiter. Also die Welt geht nicht unter, sondern die Bösen werden quasi vernichtet und dann können die Guten weitermachen. Diese Vorstellung ist natürlich auch nach wie vor implizit vorhanden. Ich werde da noch weiter darauf eingehen. Aber die Christen, die haben aus diesem mehr oder weniger ja, sozusagen Eingriff Gottes. Also Sie müssen da beispielsweise an die Arche Noah denken oder denken Sie an Sodom und Gomorra. Das sind so klassische Fälle des Eingriffs Gottes im Sinne des messianischen Judentums. Und aus diesen Vorstellungen hat das Christentum in der Tat einen umfassenden Untergang der Welt gemacht. Und eben auch noch interessant ist, dass es das in anderen Religionen nicht gibt. Also, wenn man irgendwelche Erzählungen gehört hat von den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, so
ist dort praktisch nie das Wort gefallen, das war wie ein Weltuntergang. Während wenn hier irgendwie ein Unwetter passiert, dann heißt es, das war wie ein Weltuntergang. Und eben in der asiatischen Welt gibt es, in den asiatischen Religionen gibt es die Idee des Weltuntergangs nicht. Und in der römischen Welt, in der griechisch-römischen Welt hat es das auch nicht gegeben. Also nur die Juden, die hatten diese messianische Erwartung, aber Rom war die ewige Stadt. Also Rom geht nicht unter. Und die Christen haben diesen Weltuntergang, ja, man kann sagen, langsam entwickelt, das heißt im Laufe des ersten Jahrhunderts. Die Christen erwarteten die baldige Wiederkehr des Messias. Aber der kam nicht. Und dann waren sie natürlich, es war ja im Grunde eine jüdische Sekte. Und als 70 der Tempel zerstört wurde und Jerusalem brannte, da war das sozusagen natürlich das Ende des Judentums in Palästina in einem gewissen Rahmen. Also das Heiligtum war zerstört und so weiter. Also die Juden waren ins Römische Reich teilweise recht gut integriert. Der Sohn des römischen Kaisers Vespasian, der um diese Zeit regierte, der gerade die Macht übernommen hatte, der Titus, der spätere Kaiser, der eroberte eben Jerusalem. Vespasian war von Nero nach Palästina geschickt worden, um den jüdischen Aufstand niederzuschlagen. Das war ihm praktisch gelungen, bis auf Jerusalem. Als Nero mehr oder weniger zum Selbstmord getrieben wurde durch den Senat und es in Rom dann Wirren gab nach dem Tode Neros und mehrere Kaiser nach dem anderen kamen, bis sich Vespasian ausrufen ließ und den Kaiserthron eroberte, 69. Und da ließ er seinen Sohn Titus in Palästina und der eroberte dann Jerusalem. Und auf Seiten der Römer kämpften auch Juden und diskutierten, ob der Tempel zerstört werden soll oder nicht. Unter dem Motto, das ist der Hort der Radikalen oder nein, nicht, der ist sozusagen unser heiliger Ort. Also die Juden waren an sich ins Römische Reich sehr gut integriert. Der Statthalter von Ägypten zu dieser Zeit war auch ein Jude. Und das ist das eine, aber auf der anderen Seite sozusagen die religiöse Dimension, das war eine große Erschütterung, die eben auch die jüdische Sekte der Christen erschütterte und damit Endzeiterwartungen verschärfte. Gleichzeitig blieben die Endzeiterwartungen ja auch unerfüllt. Also sie warteten auf das Ende auf die Wiederkunft des Herrn und der kam nicht. Und um 100 nach Christus schreibt ein radikaler Wanderprediger Johannes die Offenbarung. Also das ist das letzte Buch der Bibel. Das ist das einzige Buch der Bibel, das sozusagen in die Zukunft blickt direkt. Und dieser ist nicht zu verwechseln mit dem Evangelisten Johannes. Also auch viele Christen haben lange gedacht, das wäre derselbe, aber das sind zwei völlig verschiedene Gestalten. Und dieser Wanderprediger Johannes mit seiner Offenbarung prophezeit das definitive Ende der Welt. Und dieses definitive Ende der Welt, da kann man jetzt natürlich fragen, in gewisser Hinsicht, wo ist das Problem? Ne? Jeder stirbt mal, wenn dann alle auf einmal sterben, kann man es auch nicht ändern. Ne? Ja, um Gottes Willen, nicht wahr? Da war natürlich eine Erwartung mit verbunden, nämlich das Ende der Welt heißt das jüngste Gericht. Wenn der Einzelne stirbt, kommt er erst vor ein Individualgericht. Aber dann gibt es nochmal das jüngste Gericht und da ist dann Finale sozusagen. Wenn einer stirbt, dann können ja die Verwandten, Freunde für ihn beten, für ihn spenden und so weiter und dafür sorgen, dass wenn er nicht der beste Mensch war, er vielleicht doch die Gnade Gottes findet. Wenn natürlich die Welt zu Ende ist
Und es gibt auch keinen sozusagen Neuanfang dieser Welt. Es ist dann klar, es geht ab in den Himmel. Und die einen in die Hölle und die anderen in den Himmel. Und wenn aber das eben der Fall ist, dann gibt es wirklich, dann ist dieses letzte Gericht ein absolut finales Gericht. Und naja, so wie sich das die Christen in der Regel vorstellen, gibt es da natürlich auch keine Rechtsanwälte, die einen verteidigen. Gott ist ja letztlich derjenige, der alles weiß und deswegen das letzthinnigliche Urteil einfach so quasi fällen kann, gegen das es auch keinen Einspruch und sonst was gibt. Deswegen ist das Ende der Welt für die Christen eine besonders bedrohliche Angelegenheit. Das heißt nämlich, man muss eigentlich immer so leben, als wenn das Ende der Welt morgen eintritt. Weil dann kann eben, dann kann niemand mehr einem helfen. Das ist sozusagen die Pädagogik, die dahinter steht. Die Bedrohung mit dem Ende der Welt heißt, es ist wirklich das finale göttliche Urteil. Und das ist natürlich ein Szenario, dem muss man immer schon begegnen, weil man auch nicht weiß, wann dieses Weltende denn wirklich stattfindet. Und es gibt Indizien dafür. Also in der kleinen Apokalypse des Matthäus-Evangelium, das ist ganz interessant, da wird irgendwie davon angedeutet, Indizien für das nahe Ende der Welt sind viele böse Menschen auf der Welt, Unwetter und, ach Gott, noch irgendwas Drittes. Das fällt mir im Moment nicht ein. Jedenfalls böse Menschen und Unwetter sind Zeichen für das nahe Ende der Welt. Das ist ja sozusagen schon genug. Und man kann solche Indikatoren haben. Und man kann vielleicht auch nachrechnen, wann das Ende der Welt kommt. Das Ganze hatte nämlich durchaus politische Konsequenzen, und zwar erhebliche politische Konsequenzen. Die Christen warteten Jahrhunderte auf den Weltuntergang, auf die Wiederkehr des Christus. Und als Karl der Große sich zum Kaiser krönen ließ, 800, da gab es die Frage, lässt er sich zum Imperator Romanorum krönen? Das war ja der römische Kaisertitel. Und er machte das nur, weil die Gelegenheit günstig war. So hat man sich das eben vorgestellt. In Byzanz, die hatten ja den Kaisertitel. Der war ja ungebrochen sozusagen in Konstantinopel, der Imperator Romanorum. Und der nannte sich zwar dann griechisch Basileios ton Romaion, aber der Römer, nicht der Griechen. Und jedenfalls unnatürlich der volle Titel. Da regierte gerade die Kaiserin Irene und die hat man sozusagen am Hofe der Franken quasi als Frau nicht anerkannt, als Kaiserin. Und deswegen sah man die Gelegenheit als gekommen, den Kaisertitel zu übernehmen. Und nun gab es eben die Alternative, die eigentlich nahegelegen hätte, nämlich Imperator Christianorum. Und Karl der Große hat seine Intellektuellen beauftragt, unter anderem seinen wichtigsten Alkuin, nachzurechnen, wann denn der Weltuntergang kommt. Und das kann man machen. Man muss nämlich sozusagen nur genau die Bibel lesen. Danach besteht die Welt 6.000 bis 7.000 Jahre. Für jeden Tag der Schöpfung 1.000 Jahre. Und man weiß nicht so genau, ob man den Sonntag mit reinrechnen soll oder nicht. Deswegen gibt es da so eine Differenz von 1.000 Jahren. Und dann kann man einfach mal so schauen. Der Abraham ist 160 geworden. Noah soll 700 geworden sein. Wenn Sie den Anfang der Genesis lesen, da gebärt einer, zeugt einer den nächsten. Das kann man ja auch so schätzen, wie lange das etwa gedauert hat und wie lange die Welt schon besteht. Die Vertreter die Intellektuellen
um Karl den Großen, haben gesagt, du, die Welt geht bald unter. Es dauert nicht mehr lang. Wir haben die 6000 Jahre schon fast hinter uns. Und es ist daher mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, ganz sicher weiß man das nicht, aber das war eine der Gründe, warum Karl der Große dann den Titel des Imperator Romanorum übernommen hat und nicht den Titel des Imperator Christianorum, was ihm massive politische Verwicklungen einbrachte mit den oströmischen Kaisern. Da wird es Jahrhunderte einen Konflikt geben, quasi bis die Venezianer 1204 Konstantinopel erobern. Bis dahin streiten sich Ost- und Westkaisertum ständig darum, wer ist der richtige Kaiser. Und da gibt es auch militärische Konflikte, da gibt es einen richtigen Ost-West-Konflikt. Also es hat auch richtig gehend Konsequenzen. Und nun könnte man ja sagen, warum, was soll jetzt der römische Kaisertitel da helfen? Nun ja, der römische Kaisertitel beruft sich eben auf Rom. Und ich sagte ja gerade, Rom ist, hat sich selbst verstanden als ewige Stadt. Nun gut, das waren jetzt ja Christen und keine Heiden mehr, aber es gibt in der christlichen Tradition, und da werde ich jetzt mal mein erstes Zitat einblenden, in der christlichen Tradition gibt es einen Topos, der genau darauf abzielt. Und jetzt muss ich hier mal schauen, dass ich meinen Bildschirm... Oh, wo sind wir denn da? Hier müssten wir sein, jawohl. So, da habe ich die, also da sehen Sie das erste Zitat auf den ersten Titel, Weltuntergang als christliche Technik der Seelenlenkung. Und ich beziehe mich hier auf ein Buch, das kann ich nur empfehlen, Johannes Fried, das ist unter dem ersten Zitat angegeben, Dies Irae, eine Geschichte des Weltuntergangs 2016. Und da schreibt Fried mit der Parousie, also der Wiederkunft, der Erscheinung Christi, mit der Parousie wurde auch der Untergang hinausgezögert. Also es gab die Frage, beziehungsweise es gab eine Idee, dass man den Weltuntergang hinauszögern kann. Und das ist natürlich klar, wenn man den Untergang hinauszögert, zögert man auch die Wiederkunft Gottes hinaus. Und dasselbe Problem haben auch die Juden gehabt. Da gibt es einen wichtigen Topos in der jüdischen Tradition, der heißt der Aufschub. Und die Wiederkehr des Messias, die ist natürlich kritisch, auch für die, auch wenn es hinterher weitergeht. Und wenn man sich vorher gut benimmt, kommt er vielleicht nicht. Also dann schiebt man die Wiederkunft Gottes auf. Und natürlich kommt er dann auch nicht so schnell. Also eigentlich hätte man ihn ja gern, aber so gern hat man ihn nun auch wieder nicht. Und also mit der Parousie wurde auch der Untergang hinausgezögert. Der zweite Thessalonicher Brief, der noch im ersten Jahrhundert unter dem Namen des Apostel Paulus verbreitet wurde, bekundete es. Da ist dunkel von einem Mysterium des Unrechts die Rede, das einer aufhalte, bis er entfernt werde von dem Auftritt des Sohnes des Verderbens. Also da haben wir eine relativ dunkle Stelle, auf die sich sozusagen dann aber Tertullian, der lebte zwischen 150 und 220, das habe ich hier ergänzt, wichtiger christlicher Denker, Wegbereiter sozusagen der Patristik, Tertullian sah die Aufgabe des geheimnisvollen Verzögerns positiv. Wir Christen wissen, dass der Fortbestand des römischen Imperiums das schlimm dem ganzen Erdkreis bevorstehende Ende und die drohenden entsetzlichen Leiden der Welt aufhält. Das ist sozusagen einer der entscheidenden Stellen. So, jetzt gehe ich hier mal wieder raus und jetzt müsste ich hier wieder da sein. Jawohl. Das ist sozusagen einer der wichtigen Stellen, die hat maßgeblich das christliche Denken geprägt. Und da fällt auch in diesem Kontext, in diesem Thessalonicher Brief, wird auch vom Katechon gesprochen. Der Katechon ist der, der den Weltuntergang aufhält. Und das römische Imperium galt eben den Christen
für Tertullian, also das muss man an dieser Stelle auch noch hinzufügen, das ist auch nebenbei gesagt eine ganz interessante Geschichte, also genau zu seiner Lebenszeit verschärft sich der Konflikt zwischen Christen und den römischen Behörden und den Römern. Also die waren ja selber Römer, die Christen, aber sozusagen da verschärft sich der Konflikt. 202 wird der Übertritt zum Christentum und Judentum verboten und das führt zu den christlichen Märtyrern. Damit entsteht die Märtyrerbewegung, die dann mehr oder weniger die Römer offenbar so beeindruckt hat, dass 100 Jahre später das Christentum erlaubt wird, zur Staatsreligion erhoben, 100 Jahre später weiter und alle anderen Kulte verboten. Die Christen haben die liberale römische Religionspolitik zerstört. Denn in Rom durften alle Kulte existieren. Sie hatten zwei Bedingungen, nämlich sie mussten natürlich sozusagen die Verfassung anerkennen. Also entweder die Republik oder das Imperium. Und sie durften keine Mission betreiben. Und das war natürlich das Problem für die Christen. Die Juden haben nie missioniert. Die Christen kamen sofort und haben missioniert und haben natürlich auch noch sind mit der These durch die Welt gezogen, wir haben die Wahrheit. Und alle anderen sind falsch. Die Götter haben, also aus der antiken Götterwelt gab es solche Ansprüche einfach nicht. Und das war sozusagen eine äußerst liberale Religionspolitik des antiken Imperium Romanum. Wenn die eine Provinz angeschlossen haben, dann wurden auch die Götter dieser Provinz quasi nach Rom übernommen. Die Christen im Grunde haben diesen religiösen Pluralismus zerstört. Und jedenfalls, das ist nur die Nebengeschichte. Und dann setzt sich das Christentum durch, aber immer mit unter dieser Drohung, dass die Apokalypse bevorsteht. Und eben mit der Pädagogik verbunden, dass man immer so leben soll, dass die Apokalypse morgen eintreten könnte. Also damit ist ganz klar, dieser Weltuntergang hat eine ganz klar im Grunde pädagogisch-missionarische Funktion, die die Christen offenbar auch sehr beeindruckt hat, denn sie können vor 1000 gab es sozusagen Endzeitvorstellungen ohne Ende. Und Ähnliches kann man auch für 1500 sagen. Grassierten die Erwartungen, dass jetzt die Welt zu Ende geht, dass jetzt der Weltuntergang kommt, dass jetzt sozusagen der Gerichtstag Gottes eintreten wird. Das ist sozusagen kann man fast sagen, für das Christentum jedenfalls 1500 der letzte große Höhepunkt gewesen, wo innerhalb des christlichen Denkens, ich sage jetzt mal, der offiziellen Kirchen seit 200-300 Jahren, ne, also mehr oder weniger Protestantismus und Katholizismus, über das Ostkirchentum bin ich nicht so genau informiert. Und jedenfalls nach 1500 verblasst dieses apokalyptische Denken im Christentum. Und man möchte ja jetzt eigentlich meinen, dass damit dieses ganze Thema, das ja ein tief religiöses ist, dass damit das ganze Thema verblasst. Doch genau das ist nicht der Fall gewesen. Das Thema, da komme ich dann später noch drauf, wird zu einem der sozusagen ständig spektakulären Themen in den sich damals gründenden neuen Wissenschaften bis heute. Das kann man einfach mal so ganz salopp sagen. Um 1500 gibt es zwei wichtige Figuren. Das eine ist Leonardo da Vinci und das andere ist Niccolò Machiavelli.
Und Niccolò Machiavelli ist eigentlich nicht besonders christlich. Der greift auch in seinem ganzen Denken auf das antike Rom zurück. Und Machiavelli gilt ja nun eben als Machiavellist, womit man ihm Unrecht tut. Er war kein Machiavellist, Machiavelli selber nicht. Es gab aber viele danach, die Machiavellisten waren. Unter anderem Friedrich II. Von Preußen, der hat ja den Anti-Machiavell geschrieben, hat eine wunderbar machiavellistische Politik betrieben. Das Ganze liegt daran, dass Machiavell zwei wichtige politikphilosophische Bücher geschrieben hat, nämlich Il Principe, also der Fürst, und die Discorsi. Und im Principe entwickelt er eine Technik der Herrschaft, der empfiehlt dem Fürsten, was er tun muss, damit er erfolgreich regiert. Und das ist reine, mehr oder weniger Technik der Herrschaft. Und damit hat er sich den Ruf verdorben. Auf der anderen Seite ist er aber eigentlich ein Republikaner, der die Herrschaft der mehreren Uomini Virtuosi für besser hält, also in der Republik, als die Alleinherrschaft eines Fürsten. Das kann man, und dass er auch von der Bevölkerung, er hat damit mit Sicherheit nicht die Unterschichten gemeint, eine höhere Meinung hatte als eigentlich von den Eliten. Das Volk weiß schon, was eigentlich richtig ist, und die Eliten sind einfach nur machthungrig. Und eben im Principe entwickelt er eine, und das ist eben so der gängige Vorwurf des Machiavellismus, eine morallose Politik. Das Christentum hat vorher, kann man sagen, und auch die Antike hat Moral und Politik im Grunde zusammengedacht. Politik, also die mehr oder weniger römischen Kaiser, deutsche Könige, waren das weltliche Schwert des Geistlichen und sollten die göttliche Ordnung auf der Welt sichern. Das ist eigentlich, und damit hatten sie natürlich keine unmittelbar ethische Funktion, aber sie hatten natürlich eine religiöse Funktion. Und das ist ja der Background der Ethik. Wobei man auch hinzufügen muss, das Christentum war von Hause aus keine Ethik, sondern eine Ontologie. Die haben erklärt, wie die Welt funktioniert. Und daraus folgte dann eine Ethik. Aber dass sie primär eine Ethik geworden sind heute, das verdankt sich erst dem Zeitalter der Aufklärung. Das ist aber auch nur eine Nebengeschichte. Jedenfalls Machiavelli ist derjenige, der quasi Begründer des modernen Staates in gewisser Hinsicht, weil er einfach beschreibt, wie Politik funktioniert. Und dieser rationale, morallose Blick, in dem er auch sagt, ja, Grausamkeit soll der Fürst natürlich einsetzen, nicht zu viel auf einmal, nicht zu tröpfelhaft und nicht zu lange. Wenn er mit einem Schlag, also wenn jemand ein neues Fürstentum erobert, dann soll er möglichst alle Feinde mit einem Schlag umbringen, empfiehlt Machiavelli, und dann langsam sozusagen liberalisieren, würde man das heute nennen. Er soll nicht ständig Grausamkeiten begehen, aber Grausamkeiten sind natürlich ein gängiges Mittel der Herrschaft. Grausamkeit ist auch keine Untugend für das Christentum, kommt unter den Todsünden nicht vor. Grausamkeit war ein Mittel der Inquisition und so weiter. Das war immer ein Mittel des Christentums, Grausamkeit. Also damit hat man das Christentum verbreitet. Also Grausamkeit ist eigentlich nicht unbedingt im gesamten Denken überhaupt negativ. Kann man sagen, erst so richtig im 20. Jahrhundert ist das von amerikanischen Politikwissenschaftlern ist The dieses Thema aufgegriffen worden. Und dass Grausamkeit doch eigentlich so ziemlich die mehr oder weniger übelste Geschichte ist, die man also die größte Untugend, christlich gesprochen eigentlich die größte Todsünde. Die größte Todsünde für die Christen ist allerdings die Superbia, der Hochmut. Und sozusagen die oberste Tugend ist die Demut. Da sehen Sie sozusagen, wie die Strukturen verteilt sind.
Und Machiavell empfiehlt nun, und das, also es gibt die eine Seite, er sagt, du sollst, der Fürst, du musst höchstens, du solltest moralisch scheinen, du darfst aber nicht wirklich moralisch sein, denn du musst jederzeit bereit sein, auch unmoralisch zu handeln. Und das wird immer als Machiavellismus bezeichnet. Das ist die gängige Definition von Machiavellismus. Und alle die, die das selber betreiben, versuchen das natürlich tunlichst zu vertuschen. Und sozusagen, das hat man Machiavell vorgeworfen. Was man ihm nicht vorgeworfen hat, das ist aber die eigentliche Technik der Herrschaft. Das ist dann mein nächstes Zitat. So, jetzt schauen wir hier mal. Ups, das und da müsste mal sein. Ne? Teilt er jetzt? Jawohl, er teilt. So, hier fahre ich noch ein bisschen runter. Furchterzeugung als politische Pädagogik. Also Machiavell, hier sehen Sie auch die Lebensdaten. Also lebte rings um 1500, also genau in der Phase, in der das apokalyptische Denken im Christentum quasi eine Hochphase hatte. Er selber aber, wie gesagt, hat mit dem Christentum nicht viel am Hut. Statt auf die christlichen Tugenden bezieht er sich auf die römischen Tugenden. Ja, und da empfiehlt er eben dem Fürsten, da heißt es, da die Liebe zu den Menschen von ihrer Willkür und die Furcht von dem Betragen des Fürsten abhängt, darf ein kluger Fürst sich nur auf das, was in seiner Macht und nicht in der anderen steht, verlassen. Er soll, wie gesagt, nur darauf hinarbeiten, den Hass zu vermeiden. Also, der Fürst kann sich auf die Liebe seiner Bevölkerung nicht verlassen. Das ist sozusagen die Botschaft hier. Wie auch immer, die Menschen sind wankelmütig und man kann sich einfach der Liebe nicht versichern. Man kann immer nur noch mehr geben, dann sind sie trotzdem nicht zufrieden. Aber was man machen kann, man kann sie schrecken. Das steht in der Macht des Fürsten. Mit der Furchterzeugung kann man die Menschen lenken. Und das ist seither, es war natürlich sicher vorher auch schon Mittel der Politik, gar keine Frage, aber Machiavell hat es verraten. Machiavell hat es verraten, den habe ich ja in der zweiten, dritten Sitzung unter anderem erwähnt, Leo Strauss, den konservativen politischen Philosophen im 20. Jahrhundert. Leo Strauss wirft ja Machiavell vor, er hätte eben den Leuten verraten, wie regiert wird. Und das hätte er nicht tun dürfen. Das hätte er nur dem Fürsten persönlich sagen dürfen, aber nicht so aufschreiben, dass es noch jeder lesen und verstehen kann. Und wenn er es aufgeschrieben hätte, dann hätte er es nur so aufschreiben dürfen, dass es im Grunde nur der Fürst, nur die Eingeweihten verstehen. Und Machiavell hat sozusagen die Technik der Herrschaft verraten. Und der Witz an der Geschichte ist, weil das ja so eine gängige Technik der Herrschaft quasi bis heute ist und quasi sich immer durchgezogen hat und immer verwendet wurde und immer intensiv verwendet wurde, kann man sagen, ist das natürlich etwas, worüber trotzdem nicht so viel geredet wurde, dass Machiavell das verraten hat. Leo Strauss redet darüber nicht so explizit, wie eben über die morallose Politik, die er angeblich empfiehlt. Also da ist auch ein Stück weit noch Verschweigen dabei und eben im Kontext mit dem apokalyptischen Denken ist natürlich klar, also man kann auf der einen Seite Furcht dadurch erzeugen, dass man mit Weltuntergängen droht oder mit Zusammenbrüchen. Und das ist das apokalyptische Muster. Und dieses apokalyptische Muster passt natürlich exakt in das Muster der Furchterzeugung. Womit kann man Furcht erzeugen? Man kann mit viel Furcht erzeugen. Man kann mehr oder weniger die Leute bedrohen, terroristisch bedrohen, also staatsterroristisch bedrohen und so weiter und so weiter. Aber man kann sie natürlich auch vor allen Dingen auch mit
Szenarien bedrohen, die ihnen gefährlich erscheinen. Und weil gerade sozusagen in der christlichen Welt sich dieses Muster des apokalyptischen Denkens, also diese apokalyptische Erwartung, die hat sich natürlich irgendwie in die Hirne der immer schon Lebenden quasi eingebrannt. Da sozusagen die Leute reagieren darauf auch. Derjenige, da habe ich noch ein zweites Zitat, das will ich jetzt aber nicht mehr vorlesen. Derjenige, der dann den modernen Staat quasi konzipiert, nach Machiavelli, nämlich Thomas Hobbes, 1588 bis 1679. Thomas Hobbes gründet den modernen Staat auch explizit auf die Furcht. Die Leute unterwerfen sich dem Leviathan, weil der ihr Leben sichert und einerseits gegenüber den anderen, es herrscht ja im 16., 17. Jahrhundert massiver religiöser Bürgerkrieg, also es war in der Tat eine schreckliche Zeit, wo das gegenseitig sich Totschlagen intensiv und weit verbreitet war. Und Hobbes sagt, ja, man soll sich dem Fürsten unterwerfen und man lässt sich auch alles gefallen, man gehorcht. Man ist grundsätzlich der Gehorsam, den das Christentum, Demut, habe ich ja gerade erwähnt, den das Christentum seit der Patristik zur obersten Tugend gemacht hat. Dieser Gehorsam gegenüber dem Leviathan, der alles im Grunde machen darf und der aber eine Aufgabe hat, wenn er die nicht erfüllt, dann gehorcht der Untertan auch nicht mehr, wenn er das Leben nicht mehr sichern kann. Das, da haben sie auch, also und diese beiden Denker, also Hobbes und Machiavelli, sind die mehr oder weniger Begründer des modernen Staates, auch der modernen Demokratie, das muss man sich klar machen. Hobbes war der Theoretiker zwar irgendwie des Absolutismus, aber genau mit denselben, also der Absolutismus ist ja, schafft ja den einheitlichen Staat, der dann quasi den Nationalstaat und damit auch den demokratischen Staat in einer sozusagen territorialen Einheit und Machtkonzentration bis heute im Grunde darstellt. Also diese beiden Denker stehen am Anfang quasi der Neuzeit und sind die beiden Wegbereiter und die begründen im Grunde den modernen Staat auf die Furcht. Und deswegen muss man sich auch vor dem Hintergrund nicht besonders wundern, warum heute und in Zeiten von Epidemien natürlich Politik mit der Furcht nicht nur gemacht wird, sondern funktioniert. Die Leute lassen sich erschrecken. Sie lassen sich erschrecken, weil sie mentalitätsmäßig im Grunde diesen apokalyptischen Habitus quasi verinnerlicht haben. Und sie sind auch vor dem Hintergrund sozusagen immer diejenigen, die durch den Staat in Schrecken versetzt werden und dann entsprechend reagieren. Das heißt, dementsprechend sozusagen gehorsam sind. Und das ist sozusagen die reine, also das ist die Perspektive der mehr oder weniger politischen Philosophie, der politischen Theorie. Und es gibt eben da noch eine interessante andere Perspektive, die führt in gewisser Hinsicht in die modernen Wissenschaften, auch wenn es noch eine vorwissenschaftliche Geschichte ist. Das ist Leonardo da Vinci, Zeitgenosse von Thomas Hobbes. Und ich glaube, er ist 1519 gestorben. Also der ist etwas jünger als Machiavelli. Und Leonardo da Vinci wird ja immer von den Christen so quasi eingenommen, als der hat das große Abendmahl, ne? In einem Kloster in der Nähe, also das berühmte Abendmahlsbild, das sie alle kennen. Das hat er gemalt an einer Klosterwand und das gilt so quasi als, ja, er ist ein christlicher Maler.
Es war ganz und gar nicht. Wenn Sie sich das Bild genau anschauen, fehlt alles, was eigentlich sozusagen christlich wäre um diese Zeit. Es sind ja sozusagen die Jünger und Jesus. Die müssten alle Heiligenscheine haben. Dass er damit überhaupt durchkam, war ein Wunder. Und außerdem ist es ein realistisches Bild, sozusagen. Es ist eine realistische Situation, die da geschildert wird. So hat man nicht gemalt. Heiligenbilder schon gleich gar nicht. Und Leonardo da Vinci ist eben gar nicht religiös. Ja, wie weit er atheistisch war, das kann man nicht so genau sagen. Aber er war gar nicht christlich und gar nicht religiös. Und er hat neben seiner künstlerischen Tätigkeit hat er auch sehr viele Naturstudien betrieben. Und hat im Gebirge eben versteinerte Fische, Muscheln und Ähnliches gefunden, woraus er geschlossen hat, dass da mal das Wasser war. Und eben Leonardo ist dann derjenige, der auf die Idee kommt, dass sozusagen die Natur den Weltuntergang präsentiert oder mehr bereitet. Er erwartet, dass es Naturkatastrophen gibt, die die Menschheit auslöschen. Und seine Bilder, die er gemalt hat, sind auch zum Teil sehr, sehr heikel. Da gibt es eins, ich hätte es Ihnen gerne gezeigt, ich weiß bloß nicht, wie die rechtliche Lage ist. Deswegen, Sie müssen sich das selber mal im Internet anschauen. Heilige Anna heißt sie. Heilige Anna selbst tritt. Tritt wie der Dritte, selbst tritt. Müssen Sie bloß eingeben, finden Sie sofort. Da sehen Sie die Gottesmutter und die Mutter der Gottesmutter, eben die Heilige Anna. Und das Jesuskind im Trotzalter, das gerade einem Schaf das Genick bricht. Und sie sitzen vor einem Abgrund. Also, und dahinter ist eine Landschaft, die sieht eher sehr bedrohlich aus. Vor dem Hintergrund kann man sagen, auch schon Leonardo hat also erstens mal die Idee eines Weltuntergangs gehabt, die eben um diese Zeit einfach in der Luft lag durch die Christen, die er auf die Natur überträgt und jetzt sozusagen den Untergang durch die Natur erwartet. Man kann nicht sagen, er war wirklich ein Wegbereiter der modernen Wissenschaft. Dazu hat er sich noch nicht so, also quasi, er hat weder Mathematikstudien, er hat weder versucht, die Natur mathematisch zu erfassen, er hat versucht, die Natur zu malen. Und sagte, die eigentliche Philosophie der Natur ist die Malerei. Und damit erfasst man, er hat ja sehr genau, er hat Studien gemacht und er hat auch Gerätschaften erfunden, unter anderem erfasst eine Art Hubschrauber. Das Ding, er wollte aber damit nicht fliegen, sondern er wollte nur zeigen, wie die Menschen eingespannt sind sozusagen. Also sehr innovativ und in der Hinsicht schon eine Art Wegbereiter eines neuen Denkens, wiewohl noch nicht die neuen Wissenschaften. Da haben Sie sozusagen den Punkt der modernen Wissenschaften, der langsam in diese Richtung geht. Und dann kann man ja sagen, quasi so ein 100 Jahre später beginnen ja dann die eigentlichen modernen Wissenschaften Anfang des 17. Jahrhunderts. Da kann man dann im Grunde sehen, das können Sie bei Johannes Fried lesen, das können Sie nicht so sehr, ich habe vielleicht ein Zitat, werde ich Ihnen auf jeden Fall mal kurz einblenden, dann können Sie auch die andere Literaturangabe sehen. Ich darf nochmal darauf hinweisen, also wer diese Zitate, diese Materialien haben will, schicke mir eine E-Mail. Dann kann ich die ganzen bisherigen schicken und Sie kriegen dann auch immer das Neue vor der Vorlesung. So, hier müssten wir sein. Ja, Natur als Bedrohung der Menschheit. Das ist Volker Reinhardt, der hat die Biografie zu Leonardo da Vinci geschrieben, 2018, auch, also der ist auch wirklich ein sehr guter Autor.
Und vor allen Dingen kann ich seine Desart-Biografie empfehlen. Also hier schreibt er im ersten Zitat 79: Furcht bildete das solidere Band zwischen Herrscher und Untertanen als Liebe. Das wusste Leonardo schon gut 2 Jahrzehnte, bevor Machiavelli es in seinem Buch vom Fürsten niederschrieb. Und das nächste Zitat noch: Der Malerphilosoph, der seine Aufgaben ernst nimmt, hat diesen Untergang, also diesen Untergang der Menschheit durch Naturereignisse nach bestem Wissen und Gewissen bis zum Schluss zu dokumentieren als wahrhafter Chronist der Natur und ihrer Geschichte. Und das ist sozusagen die erste Geschichte. Moment, ich bin ja gerade am Überlegen, ob ich hier eine falsche Angabe gemacht habe. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also die Apokalypse in den modernen Wissenschaften. Ich denke, das ist nicht Reinhard, das ist Johannes Fried. Ich nehme an, dass ich hier aus Versehen einen falschen Namen hingeschrieben habe. Denn das ist eigentlich genau das Thema des Buchs über den Weltuntergang. Die Endzeit verflüchtigt sich tatsächlich nicht mit der Wissenschaft. Also jetzt bin ich hier bei Punkt 4, die Apokalypse in den modernen Wissenschaften. Der Weltuntergang findet auch für sie statt. Die Prognostik streift sich lediglich andere, eben naturwissenschaftlich, kosmologisch gefärbte Kleider über. Und so kann man praktisch natürlich in den, nicht nur, Moment, jetzt muss ich hier mal wieder schauen, dass ich sie alle sehe. So, jetzt bin ich auch wieder da. Das finden Sie natürlich an vielen Stellen in der Historie. Um 1900 erwartete man den Weltuntergang aufgrund eines Kometen, in dessen Schweif die Astronomen meinten, Blausäure entdeckt zu haben, und der könnte die Erdatmosphäre irgendwie touchieren. Also das ist nur ein Beispiel für unzählige Weltuntergänge. Es ist nun mal für die modernen Wissenschaften auch ein gutes Geschäft. Das muss man einfach sehen. Ob Sie in die Politikwissenschaften schauen, in die Soziologie oder in die Naturwissenschaften, wenn irgendwo eine Gefahr markierbar ist, eine große Gefahr markierbar ist. Und das kann der Wissenschaftler den verantwortlichen Politikern entsprechend verkaufen. Dann gibt es Forschungsgelder. Das ist ja klar. Und die Warnung wird immer mit drohenden Szenarien verbunden. Also sozusagen, ja, vor der Französischen Revolution, da hat keiner daran gedacht und plötzlich war sie da. Also braucht es Politologen und Soziologen, die den Politikern rechtzeitig solche gefährlichen Entwicklungen aufzeigen. Und natürlich einer, der in dieser Reihe natürlich auch nicht fehlen darf, das ist natürlich auch Karl Marx gewesen, der freilich weniger die christliche Apokalypse mehr oder weniger prophezeite als die jüdische Apokalypse. Nämlich sozusagen das Aufräumen, und hinterher geht es weiter. Marx hat ja einen jüdischen Migrationshintergrund, so ganz abwegig ist das nicht. Und ja, ich sage jetzt mal Postmarxist, ich würde ihn fast, ja, er ist ein sehr durchaus innovativer Denker. Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo haben wir den? Ja, Paul Mason, ich werde das nächste Zitat einblenden. Ja, ich meine, zwischendrin, ich habe hier noch ein hübsches Zitat aus dem berühmten Buch Die Dialektik der Aufklärung. Ganz am Anfang: Die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils.
Es ist zwar in keinster Weise apokalyptisch, aber dieses triumphale Unheil, das hat natürlich trotzdem, also Adorno und Horkheimer sind keine Apokalyptiker in dem Sinne, aber natürlich das triumphale Unheil, das ist durchaus, also das ist die apokalyptische Terminologie. Und das Zitat hier, das zweite, das ist von Paul Mason aus dem Buch Postkapitalismus, Grundrisse einer kommenden Ökonomie, 2016 erschienen. Das prophezeit dem Kapitalismus ähnlich wie Marx im Rückgriff auf Marx Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Ein Band von 1858, 59, den er selber gar nicht veröffentlicht hat, der erst viel, viel später, fast 100 Jahre später erst entdeckt wurde. Und eine durchaus sehr innovative Marx-Interpretation, kann man nicht anders sagen. Und er prophezeit dem Kapitalismus den Untergang aus im Grunde drei Gründen. Der Hauptgrund ist die Digitalisierung. Die Digitalisierung zerstört mehr oder weniger die Wertschöpfung, die kapitalistische Wertschöpfung. Und dann natürlich die Klimakatastrophe. Und hier habe ich eben ein Zitat. So erinnert dieser Kompromiss der Pariser Klimakonferenz 2015 doch an die Ergebnisse der Friedenskonferenzen, die den Weg zum Zweiten Weltkrieg ebneten. Also Klimapolitik in dieser Form sozusagen als dahinter steht quasi ein drohender neuer Weltkrieg gar. Und der französische sehr innovative Soziologe, den ich in anderen Zusammenhängen durchaus schätze, Bruno Latour, der schreibt in einem Beitrag zu einem Sammelband im Surkamp Verlag 2017, man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass das Ganze in einem Flammenmeer enden wird. Und das sind zwei Stimmen, die vor allen Dingen auch also da geht es ums Klima, das ist vor allen Dingen das Entscheidende für Bruno Latour, um die mehr oder weniger, also die Klimazerstörung, Naturzerstörung und so weiter. Und einer, der sich in diesen apokalyptischen Ton auch ganz pointiert einklingt, das ist Peter Sloterdijk. Der verlangt geradezu, also nach Peter Sloterdijk, das ist das oberste Zitat hier, können nur erfahrene Apokalyptiker vernünftige Zukunftspolitik betreiben, weil sie mutig genug sind, auch das Schlimmste als reale Möglichkeit zu bedenken. Also da wird die Apokalypse richtig gehend gefordert. Der israelische Welthistoriker Yuval Harari erwartet im Grunde den Weltuntergang, also nicht den Weltuntergang, aber das Ende des Menschen durch die Algorithmen und damit durch die Digitalisierung. Lauter Vorstellungen von apokalyptischen Szenarien. Derjenige, der das quasi richtig gehend auf den Weg gebracht hat, oder es nicht einfach auf den Weg gebracht hat, aber quasi analysiert, aber propagiert hat. Das ist hier mein Punkt 6. Wie funktioniert der apokalyptische Machiavellismus? Und das ist Hans Jonas, der 1979 das Prinzip Verantwortung, das ist ja auch angegeben, publizierte und damit die ökologische Ethik begründete. Und Jonas geht nun davon aus, dass eben die Wirkung der modernen Technologien, das ist sein Hauptfeind, nicht so sehr der Kapitalismus, das sind die modernen Technologien, dass die eine langfristige Zerstörungskraft entfalten, die unbedingt unter Kontrolle gebracht werden muss. Und dazu ist es geradezu nötig, apokalyptische Politik zu betreiben. Also sozusagen, er nennt das wirklich so. Und er gibt auch an, wie das funktionieren soll. Denn das eine ist ja, diese Untergänge sind relativ weit weg.
Und warum soll man sich jetzt wirklich fürchten vor etwas, was relativ weit weg ist? Da sagt er, das ist hier das Zitat 62, Jonas 62, es muss also eine Wissenschaft hypothetischer Vorhersagen, eine vergleichende Futurologie ausgebildet werden. Also es geht ganz zentral darum, bevorstehende Szenarien zu erkennen. Das ist sozusagen der erste, ja, noch nicht der richtige Imperativ, sondern das ist eine Forderung an die Politik. So muss Wissenschaft ausgerichtet sein, ist natürlich auch eine Forderung an die Wissenschaftler. Und dann gibt es natürlich immer noch den Einwand, aber mein Gott, vielleicht kommt das ja alles nicht so schlimm und vielleicht ist es ja auch positiv. Und da formuliert er wirklich einen Imperativ. Es ist die Vorschrift, primitiv gesagt, dass der Unheilsprophezeiung mehr Gehör zu geben ist als der Heilsprophezeiung. Also wenn Sie die Alternative haben zwischen Heil und Unheil, müssen Sie auf jeden Fall das Unheil kalkulieren. Und die Heilsprophezeiung, die sollten Sie besser gar nicht beachten. Nun ist ihm auch klar, dem Jonas, jetzt gehe ich ja mal wieder erstmal raus, damit ich auch wieder jemand sehe. Nun ist dem Jonas auch klar, dass man sich ja trotzdem nicht unbedingt fürchten muss. Also es kann ja Leute geben, die einfach sagen, auch ich fürchte mich nicht. Da entwickelt er, das wäre das nächste Zitat, quasi eine Pflicht zur Furcht. Sie müssen sich fürchten. Also das ist richtig gehend ein ethischer Imperativ, diese Pflicht zur Furcht. Das kann man jetzt in der Corona-Politik wunderbar sehen. Alles, was am Anfang als Corona losging, wurde Corona als etwas tituliert, das mit völlig unbekannt ist. Das ist keine Grippe. Das war das Standardwort, was zu hören war. Ich habe aus berufenem Munde, aus einer der wichtigen epidemiologischen Institute an einer deutschen Universitätsklinik, ist der Chefarzt mehrfach interviewt worden und hat immer gesagt, es ist eine schwere Grippe. Das wurde nie gesendet vom deutschen Fernsehen. Warum hat man das so gemacht? Natürlich, jeder hat Erfahrung mit Grippen. Jeder hat eine Krankheitserfahrung. Jeder hat seinen eigenen Umgang damit. Man hat quasi die Leute von ihren eigenen Fähigkeiten damit enteignet, da kommt was ganz Neues, das kennt keiner und das ist ganz gefährlich. Und deswegen müsst ihr gehorchen. Und ja, nicht auf die Idee kommen, ihr könntet damit selber umgehen und ihr müsst genau nach Vorschrift alles einhalten, was euch gesagt wird. Ne? Einerseits ist das eine Art apokalyptisches Szenario, da wird mit einer ganz großen Gefahr gedroht. Und damit wird genau die Furcht erzeugt, die nämlich gar nicht so selbstverständlich ist, wie er Jonas im Grunde zugibt. Also der Apokalyptiker Jonas, der eigentlich die Apokalypse fordert, der fordert, dass die Politik mit der Furcht regieren soll. Muss selber, sagt ja, wie es geht. Und im Grunde sagt er, warum es auch nicht geht. Weil nicht alle fürchten sich unbedingt. Also muss quasi diese Furcht auf vielfältige Weise, also der reine Imperativ hilft da eben nicht. Sie können ja immer noch sagen, du hast jetzt die Pflicht, dich zu fürchten, tut mir leid, ich fürchte mich aber nicht. Können Sie immer erwidern, ich habe ein gutes Abwehrsystem, ich überlebe das schon, mich kratzt das nicht. Und sozusagen, da reicht dann die Pflicht zur Furcht nicht. Ach was, ich soll mich jetzt fürchten? Wenn ihr unbedingt wollt, dann mache ich mal ein bisschen, oh je, ich habe aber Angst. In Wirklichkeit fürchten Sie sich einfach nicht. Das heißt, die
diese von Jonas analysierte, eigentlich nicht analysierte, sondern er versucht sozusagen richtiggehend Schritte anzugeben, wie man es machen soll, und entlarvt dabei eigentlich die Vorgehensweisen des apokalyptischen Denkens. Sie erzeugt nämlich diese Furcht. Und diese Furcht ist gerade im Hinblick, gerade am Anfang bei Corona in einem ganz starken Maß, und dann kamen natürlich ständig die ganz bösen Mutanten, und immer sozusagen wurde wieder ein neues Furchtszenario aufgebaut, das die Leute quasi wirklich schrecken sollte. Das ist ja sozusagen genau Apokalypse, also das ist dieser apokalyptische Topos. Du fürchtest dich und deswegen gehorchst du. Egal, ob das jetzt den Regeln des RKI sind oder ob das die Regeln der Religion sind. Du musst die Regeln einhalten, sonst gehst du unter und wie auch immer. Das ist sozusagen der Punkt, den Jonas, das ist die Ironie irgendwie in diesem Buch von Jonas, er hat eigentlich verraten, ohne es wirklich verraten zu wollen, wie diese Politik funktioniert. Und er ist auch einer, der passt wunderbar in das Szenario medizinischer, autoritärer Steuerung von Gesellschaft. Jonas ist der vierte im Bunde, der das Prinzip Verantwortung zu einem zentralen Begriff in der Ethik gemacht hat. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Verantwortung ist mehr oder weniger ein Topos, der erst im 20. Jahrhundert in die Ethik richtig reinkam. Der erste war Max Weber, der gesagt hat, nur die verantwortlichen Politiker sind verantwortlich, alle anderen müssen gehorchen. Und dann kam Sartre und dann kam eben Levinas und die haben gesagt, alle sind für sich selbst verantwortlich. Und Jonas 79, also der vierte im Bunde, der späteste, der traut natürlich dem Volk nicht. Der traut auch der Demokratie nicht. Die Demokratie braucht zu lang. Und da sind wir schon wieder beim Ausnahmezustand. Die demokratischen Entscheidungen, nein, die sind zu langsam, um der drohenden Umweltkatastrophe zu begegnen. Und das können Sie natürlich umso mehr für ein epidemisches Geschehen geltend machen. Die sind zu langsam. Und deswegen droht Jonas im Grunde mit der Ökodiktatur. Davon hat er sich später dann wieder distanziert, nur so quasi als Warner sich präsentiert. Das ist die andere Geschichte. Die apokalyptische Redeweise, Argumentationsweise hat in der Regel gar nicht den Sinn, dass wirklich das eintritt, vor dem gewarnt wird, sondern sie hat den Sinn, irgendwie die Menschen zu lenken, zur Umkehr zu bringen, in welcher Form auch immer. Es wird mit etwas gewunken, was zwar unglaublich an die Wand gemalt wird, was aber im Grunde von denen, die das malen, gar nicht selber geglaubt wird. In diesem Sinne sozusagen, denke ich, kann man das auch gerade für die Corona-Politik sehr schön geltend machen. Und dann hat sich Jonas hingestellt, ja, wir sind halt die Alarmisten. Und wenn dann die Katastrophe verhindert wird, dann wäre es eine Schande, wenn wir beschimpft werden, weil es nicht so schlimm gekommen ist, wie wir prophezeit haben. Der Vertreter der Ökodiktatur, das wollte er irgendwie dann am Ende doch nicht sein. Ich glaube, in seiner Rede, als er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels Anfang der 80er Jahre bekam oder jedenfalls in den 80ern, da hat er sich, nein, er ist ein ordentlicher Demokrat. Aber im Grunde ist das Modell sozusagen der Politik, die sich auf Furchterzeugung stützt, die mit Furchterzeugung operiert, dieses Modell, das sich dann eben einklingt in die internalisierten apokalyptischen Denkweisen. Jeder rechnet immer irgendwie, hat Angst vor irgendwelchen Untergängen, ne?
Und das gilt natürlich persönlich für jeden, ich mag das Wort nicht, Patienten, der sich in die Hände von Ärzten begibt. Der hat natürlich irgendwie Angst vor einer Krankheit und so weiter. Und mit einem mehr oder weniger mit dem Worst-Case-Szenario kann man natürlich genau den Patienten dazu bringen, was die Ärzte dann irgendwie am liebsten tun. Und das ist leider in der Medizin auch sehr, also ist sozusagen nicht nur eine Seite der Gesundheitspolitik, sondern es ist auch eine Seite der individuellen medizinischen Praxis. Das Operieren mit durch Furchterzeugung und implizit steckt dahinter natürlich zwar nicht der Weltuntergang, aber der individuelle Untergang, wie auch immer. Und dieses Szenario ist eben insgesamt, das muss ich eben nur noch mal betonen, Jonas hat eigentlich gezeigt, wie es geht. Es hat natürlich irgendwie keiner, es hat trotzdem nicht gewirkt. Es wirkt weiter, dass man mit Furcht Politik macht. Man macht, alle Regime machen mit Furcht Politik. Und also man denke an den berühmten Ausdruck der Alternativlosigkeit. Das ist klassische Furchterzeugung. Wir haben keine andere Wahl, ihr müsst machen, was wir sagen. Und die Abgeordneten müssen genau das beschließen, was sich die Regierung ausgedacht hat. Also damals in der Finanzkrise und der Eurokrise ist ja dieses Wort fleißig gebraucht worden. Und dieses Szenario haben wir natürlich auch ganz besonders, und das will ich jetzt hier doch nicht ganz außen vor lassen, und da sieht man sozusagen auch den Hintergrund. Also apokalyptische, machiavellistische Politik ist alles andere als in irgendeiner Form demokratisch. Es ist autoritär und lenkend und ganz klar entmündigend. Der sich fürchtet, ist nicht mehr in der Lage, sozusagen seine eigene Mündigkeit, seinen eigenen Verstand, wie Kant es so schön formuliert, selber zu gebrauchen. Er reagiert sozusagen auf den Schrecken und gehorcht dann in der Regel. Also er begibt sich seiner eigenen Selbstverantwortung. Und jetzt will ich Ihnen aber noch ein paar hübsche Zitate von Sloterdijk in diesem Kontext nicht vorenthalten. Und zwar, Moment, hier sind wir, wo ist der Bildschirm teilen? Da. Jawohl, da sind wir. Achso, jetzt muss ich erstmal dahin und hier. Ja, also das war Jonas. Die zweite einleitende Pflicht der gesuchten Ethik ist die Haltung der Selbstbereitung, der Bereitschaft, sich von dem erst gedachten Heil und Unheil kommender Geschlechter affizieren zu lassen. Und also man muss sich davor fürchten. Also da geht es natürlich um die fernen Naturzerstörungen durch technologische Entwicklung. Das war 79 sozusagen der mehr oder weniger eine der zentralen Aspekte. Und er ist derjenige, der die Politiker im Grunde als die Hauptverantwortlichen erklärt. Und nicht die Menschen selber. Der Staatsmann, das ist die Vorstellung von Jonas, ist verantwortlich für seine Bevölkerung. Und er kann das auch. Man könnte ja fragen, woher weiß er denn das? Ist er dazu überhaupt in der Lage? Und dann beruft sich Jonas auf das Modell der elterlichen Fürsorge. Das ist natürlich irgendwie ziemlich absurd. Aber jedenfalls, der Staatsmann soll letztlich seine Untertanen so lenken, dass sie das machen, was, wie auch immer, sich einige Leute wie Jonas ausgedacht haben. Und damit, das ist hier auch noch, ja, das darf ich Ihnen nicht vorenthalten, da habe ich noch ein hübsches Zitat von Platon. Platon hat das natürlich schon ursprünglich mal so betrieben oder empfohlen. Er hat es ja nicht geschafft bis zum mehr oder weniger Politiker. Daran ist er kläglich gescheitert. Und eben in seiner Politeia, da geht es ja darum, dass jetzt gehe ich nochmal wieder raus,
So. In der Politeia an dieser Stelle, wo ich das Zitat gleich vorlese, da geht es darum, dass der Wehrstand, also da gibt es den Nährstand, den Wehrstand und den Leerstand. Das ist sozusagen sein Staatsmodell der drei Stände. Und der Leerstand ist der lehrende Stand, also die Philosophenkönige. Und der Wehrstand sind die Soldaten. Und die Soldaten leben ja nicht in Familien, sondern da sind sogar, da dürfen auch Frauen dabei sein, da dürfen auch Frauen zum Militär. Und werden quasi durch Feste miteinander verbunden, an denen sozusagen die Kinder gezeugt werden. Und das sieht so aus, als wäre das Zufall. Es ist aber alles gelenkt, so dass die stärksten Frauen mit den stärksten Männern zusammengebracht werden, um die stärksten Kinder zu zeugen. Und die Schwächsten, die werden weggebracht. Ne? Die Schwächsten, die dann gezeugten Kinder von den Schwächsten, die bringt man weg ins Gebirge. Das sollte ja mit Ödipus auch geschehen. Ne? Und das war ja sozusagen übliche Methode. Und und was heißt das? Das ist die platonische Lüge. Das ist die berühmte platonische Lüge. Und mit der die Politik arbeiten darf. Und jetzt komme ich zu dem Zitat. Ach, da muss ich immer noch mal dahin klicken. So. Also hier Platon: Es scheint, dass unsere Herrscher allerlei Täuschungen und Betrug werden anwenden müssen, natürlich zum Nutzen der Beherrschten. Es ist natürlich klar, die Regierenden sind die Gebildeten, das sind ja die Philosophen, und die kennen sich in der Welt besser aus als der Nährstand, der eben Bauern und Handwerker beinhaltet und vielleicht noch Händler. Und das ist sozusagen ganz klar dieselbe Elitenherrschaft, die Jonas dann auch wiederholt, die schlicht davon ausgeht, dass es eben keine Mündigkeit gibt. Und jetzt komme ich noch zu Peter Sloterdijk. Den will ich hier wirklich nicht außen vor lassen. Man könnte ihn auch einfach übergehen. Aber er sagt das doch, er bringt das alles unglaublich gut auf den Punkt. Da geht es natürlich um die Klimageschichte und um die Umwelt und so weiter. Und da fällt das entscheidende Wort, das ich hier gelb markiert habe, ökologisches Kriegsrecht. Offen bleibt wohl allein die Frage, ob die Wende zur Bescheidenheit infolge eines freiwilligen Einlenkens der Population in den emissionsintensiven Kulturen erfolgt, oder ob die Regierungen der reichen Nationen sich früher oder später gezwungen sehen werden, jeweils auf ihren Territorien eine Art von ökologischem Kriegsrecht zu proklamieren. Da darf man natürlich fragen, ob Kriegsrecht jemals sozusagen einen kulturellen Vorteil erbracht hat. Abgesehen davon ist Kriegsrecht kein Recht. Das ist nämlich schlicht und einfach Ausnahmezustand. Wenn von Kriegsrecht geredet wird, ist das wirklich eine Schönfärberei. Auch die Haager Landkriegsordnung, das sind halt interne Regeln dieser Militärs. Und also ökologisches Kriegsrecht, das erwartet er. Natürlich ist er ein Elitendenker. Er vergleicht, dass die Erde mit einem Raumschiff, und das heißt also, Atmosphärenmanagement wird darum zum ersten Kriterium der von jetzt an zu postulierenden Steuerungskunst für das integrale Raumschiff. Und da gibt es natürlich Eliten wie Meteorologen und so weiter, die geben dann sozusagen den Ton an. Hier greift er implizit auf ebenfalls ein Gleichnis von Platon zurück. Da wird Platon vergleicht den Staat mit einem Schiff. Und wie auch immer, der Steuermann des Schiffes, der versteht die Steuermannskunst, und die anderen müssen ihm gehorchen. Die Frage ist natürlich, ist ein Staat ein Schiff? Das ist sozusagen ein Gleichnis. Und als dieses Gleichnis
dann hat es eigentlich keine Beweiskraft. Es ist einfach nur ebenfalls der Versuch, eine autoritäre Struktur, im Grunde, wie wir es dann eben, wie ich das letzte Mal von Aristoteles her erläutert habe, über Agamben, sozusagen, dass gewisse erleuchtete Eliten besser Bescheid wissen als die Leute selber. Und aber das Ganze, das hat noch so gewisse Pointen, die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Na, wo ist jetzt hier wieder der Nippel? Da ist der Nippel. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu meinen Zitaten. Und daher kommt dann, der Sloterdijk hat irgendein Buch veröffentlicht unter dem Titel, ich glaube, da steht bei mir sogar rum, ich weiß nicht ganz genau, gelesen habe ich es nicht. Ich habe bloß einen Aufsatz in dem von mir hier zitierten Buch gelesen. Und da kommt das auch vor, du musst dein Leben ändern. Das ist sozusagen der absolute Imperativ, den er fordert. Er fordert die Einfachheit des Lebens, das ist rousseauianisch. Und sozusagen, du musst dein Leben ändern. Sloterdijk ist berühmt geworden mit dem Buch Kritik der zynischen Vernunft. Und damit hat er die Frankfurter Schule sozusagen in die Pfanne gehauen. Das war so Ende der 70er Jahre. Und Moment, jetzt bin ich wieder hier draußen. Also er kritisiert den Zynismus der Frankfurter Schule und der 68er und so. Und er selber vertritt aber eine Position der Kyniker. Und die Kyniker war nämlich eine philosophische Richtung in der Antike, also in Griechenland. Die haben anders, also die sind ähnlich wie Sokrates. Der hat das bloß wohl nicht ganz so penetrant gemacht, aber auch schon penetrant genug, dass sie am Ende von ihm die Nase voll hatten, ne, die Athener. Die Kyniker sind diejenigen, die zu den Leuten hingegangen sind und immer gesagt haben, du lebst falsch. Also das ist Interventionismus. Und es war damals auch schon eine, was noch da nicht verbreitet war, nämlich eine Art medizinischer Interventionismus. Sie haben denen ständig irgendwelche Lebensregeln diktieren wollen, wie man zu leben hat. Und dieser Interventionismus, den vertritt Sloterdijk quasi selber explizit. Also insoweit würde ich ihn quasi diesem Kynismus zuzählen. Und jetzt komme ich noch zu weiteren Zitaten. So. Er spricht dann, er fordert eine Kulturrevolution. Ein Wandel müsste das Ausmaß einer Kulturrevolution annehmen. Also die chinesische Kulturrevolution hat einige Millionen Opfer gekostet. Es ist so eine Frage, ob man eine Kulturrevolution wirklich anstreben sollte. Was er natürlich kritisiert und was so quasi gerade sämtliche Vertreter sozusagen des ökologischen Denkens immer kritisieren, das ist natürlich den Liberalismus und die liberale Gesellschaft. Deswegen habe ich darüber geschrieben, Apokalypse als Ende des Liberalismus. Da kritisiert er ganz traditionell, kann man sagen, das ist dieses Zitat hier, darum überrascht es nicht, wenn wir in der gegenwärtigen Welt eine progressive Infantilisierung beobachten, die von einer alles erfassenden Erotisierung begleitet wird. Das ist sozusagen die traditionelle Unterdrückung der Sexualität, die Sloterdijk quasi auch offenbar vertritt. Wobei man hinzufügen muss, die Kyniker waren da ganz anderer Auffassung, aber das nur nebenbei. Und er ist obendrein, ich gehe jetzt hier trotzdem noch mal kurz raus, er ist ein Schüler Arnold Gehlens, also er beruft sich selber auf Gehlen. Ich weiß nicht, ob er, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, vielleicht hat er sogar noch Gehlen gekannt. Gehlen ist, glaube ich, so 1970 rumgestorben.
Gehlen war einer der, wer war Mitglied im NS-Dozentenbund und hat eine Anthropologie geschrieben, nach der der Mensch ein Zuchtwesen ist, dass der Mensch gezüchtet werden muss und dass der Mensch Entlastung braucht, dass er durch die moderne Gesellschaft viel zu sehr belastet ist und man muss ihn sozusagen Entlastungsmechanismen liefern. Und gleichzeitig ist er ein Zuchtwesen, ist ein Mängelwesen, weil er eben nicht so gute Sinne hat wie andere Tiere, muss er sich sozusagen sagen lassen, was er zu tun hat, weil er das selber nicht versteht. Und dazu habe ich jetzt ein wunderbares Zitat, jetzt komme ich mit dem. Also, das Mängelwesen, die Kompensation dieser Mängel geschieht mit Hilfe von Systemen der symbolischen Führung. Das ist eben nicht mehr reine, also nicht mehr unmittelbare physische Macht, sondern symbolische Macht, die Instinkte durch Autoritäten ersetzen. Also diese Systeme ersetzen die Instinkte, die dem Menschen fehlen. Sozusagen der Löwe hat seine Instinkte und überlebt irgendwie. Die Menschen haben nicht genügend Instinkte oder haben sie nicht mehr. Und die werden durch Autoritäten ersetzt. Also der Einzelne muss sich diesen Autoritäten fügen. Und dann kommt eigentlich das hübscheste Wort. Die symbolischen Ordnungssysteme entlasten jedes einzelne Menschenjunge, das müssen sich auf der Zunge zergehen lassen, von der von ihm allein unmöglich zu lösenden Aufgabe, die Erfahrungen und Erfindung seiner Vorfahren allein aus sich selber noch einmal zu erzeugen. Man kann dazu nur sagen, als wenn das nötig wäre. Das ist ja einfach ein falsches Bild, kann man sagen. Die Jungen kennen sich viel besser aus in den modernen Technologien als die Alten. Also ist irgendwie der schlichte Witz. Aber er betrachtet sozusagen den einzelnen Menschen als so quasi ein Menschenjunges. Die Reduktion in dem Fall wirklich auf das, was Agamben mit dem nackten Leben bezeichnet hat. Das ist natürlich kein mündiger Bürger, der hat im Grunde keine Menschenrechte. Sloterdijk stellt ja lamentierend fest, dass wir in das Zeitalter der Gegenerreichbarkeit getreten sind. Jetzt kommen die Leute aus den ehemaligen Kolonien zu uns. Ja, guck. Wie schrecklich. Vorher sind die Europäer in die ganze Welt gezogen und haben dort Bevölkerung ausradiert teilweise oder unterworfen. Na, und jetzt guckt einer an, jetzt gehört sich aber gar nicht, dass die jetzt plötzlich zu uns kommen. Das muss man natürlich verhindern, ist klar. Also vor diesem Hintergrund ist das, was er hier empfiehlt, ist aber genau die Struktur eines ganz apokalyptisch machiavellistischen Denkens, das davon ausgeht und versucht auch zu begründen, dass das Individuum selber nicht verantwortlich sein kann für sich selbst. Und genau so wird im Großen und Ganzen, also das gilt nicht für jede Situation, aber das gilt leider für viel zu viele Situationen, der einzelne Mensch sozusagen vom medizinischen System normalerweise behandelt. Und im Falle von solchen epidemiologischen Situationen, wie wir sie jetzt haben, da wird dann die ganze Bevölkerung wohlbegründet, unfähig, in Furcht versetzt, und Fürchten gemacht durch Topoi, die im Grunde apokalyptische Variationen spielen, damit die Bürger das auch wirklich tun, was man von ihnen verlangt. Denn die könnten sich ja eigentlich viel geschickter wehren. Das ist natürlich schon der Punkt, das hat man schon verstanden, dass die Abweichung immer möglich ist und dass diese Abweichung, also sozusagen der Gehorsam, der muss erzeugt werden und der muss so nachhaltig erzeugt werden, dass keine Abweichungen stattfinden. Und den erzeugt man eben just durch Furcht. Und
Natürlich noch durch alle möglichen Argumente eben der Einsicht, ich habe keine Ahnung, ich muss mir das sagen lassen. Also man muss sich selber für unmündig erklären und wird dadurch sozusagen für unmündig erklärt, indem einem erzählt wird, du hast da keine Ahnung, du musst gehorchen. Ja, ich denke, ich bin eh schon über der Zeit, habe ein bisschen später angefangen, aber ich glaube, an dieser Stelle höre ich mal auf und warte dann mal noch auf die Fragen und so weiter. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Genau, ich würde jetzt auch erstmal schauen, ob Fragen da sind oder nochmal den Raum eröffnen für Fragen. Und falls ja, dann schreibt sie in die Kommentare. Bis jetzt habe ich noch keine so expliziten Fragen entdeckt. Also es gibt ein paar Kommentare, die könnten wir uns anschauen. Ich weiß nicht. Also bei ich der sehe Metapher keine Kommentare. Im YouTube-Chat? Ja, den habe ich nicht. Ich bin hier nur bei JC. Ja, okay. Ich habe hier einen Kommentar. Bei der Metapher des Schiffs sollte man an Hieronymus Boschs Narrenschiff denken um 1500. Können Sie mit dem Kommentar was anfangen? Ja, kann ich was anfangen. Ist aber ganz was anderes als sozusagen die Schiffsmetapher von Platon. Das findet man bei Foucault in Wahnsinn und Gesellschaft. Da geht er da weit drauf ein. Das war die Zeit, als bevor man den Wahnsinn zum Wahnsinn erklärt hatte. Das ist ja etwa 1650 der Fall. Davor war es halt so, dass man die Wahnsinnigen, die Irren, die bisschen Durchgeknallten, die Obdachlosen und so weiter, die sind im Grunde in den Gesellschaften so toleriert worden. Die sind so mitgelaufen. Also es gab in jedem Dorf irgendwo einen Dorfdeppen und so weiter. Und manchmal hat man sie auch für Weissager gehalten und so in diesem Stil. Und natürlich in den Städten haben sie sich auch geballt. Und die Städte waren dann häufig diesen mehr oder weniger Obdachlosen überdrüssig und versuchten, die loszuwerden. Und da haben sie, wenn sie an einem großen Fluss gelegen haben, wo es Schiffer gab, dann haben sie den Schiffern Geld gegeben, damit die diese verrückten Obdachlosen mitnehmen, möglichst weit, um sie dann wieder auszusetzen. Und aus dieser Geschichte, die real ist, hat sozusagen Brabant dann das Narrenschiff gemacht. Das war sozusagen das Schiff, auch ein Symbol für die Welt, sozusagen, auf dem die Verrückten sind. Also es hat aber mit der Metapher des Raumschiffs gar nichts zu tun, aber es wäre eigentlich ein guter Vergleich. Eigentlich könnte man wunderbar sagen, ja, das ist ja eher ein Narrenschiff, als ein Raumschiff, wobei die Narren nicht sozusagen im Sinne der modernen Medizin abgewertet werden sollten. Okay, es kommen jetzt doch noch ein paar Fragen rein, wie ich gerade sehe. Und ich habe auch den Eindruck, die gehen mehr so jetzt in die Richtung aktuelle Corona-Politik. Also in dem Vortrag haben Sie ja so einmal das Topos der apokalyptischen Politik und das Topos der machiavellistischen Politik vorgestellt, auch in ihrer Genese und wie die beiden zusammenfinden oder zusammen auch ausgeübt werden. Und wir haben ja noch relativ wenig über so diese zwei Konzepte jetzt in Bezug auf die Corona-Politik gesprochen. Noch nicht so viel. Und ich habe den Eindruck, hier kommen gerade ein paar Fragen. Oh Gott, okay, jetzt kommen hier doch sehr viele Kommentare. Moment, ich muss mal kurz. Also es gibt hier eine Frage, ist das nicht etwas Antimodernes? Letztendlich, wenn die Eigenverantwortung der Menschen abgesprochen wird, dann wird notwendig ihre Urteilskraft und ihre Autonomie abgesprochen. Jetzt weiß ich nicht, worauf sich das Antimoderne bezieht, eben auf die machiavellistische, apokalyptische Politik und sicherlich auch auf die aktuelle Corona-Politik.
An die Stelle setzt sich ein gemeinschaftliches Naturrecht, mit dem argumentiert wird, man ist ja ein Gefährder, wenn man nicht mitmacht. Vielleicht können wir über den Kommentar noch mal ein bisschen über die aktuelle Corona-Politik sprechen. Ja, ich meine, was da so dran ist, also dieses Naturrecht, und das hat die Person noch angesprochen, dass es antimodern ist, finde ich auch noch ganz spannend. Könnte man da darüber noch was sagen? Also ich meine, das ist eine andere Frage. Was ist jetzt hier modern und was ist antimodern? Mhm. Das ist eine Frage des Verständnisses von Moderne am Ende. Also die Vertreter, die die Mündigkeit und die Selbstverantwortung propagiert haben, kann man sagen, die sind im Grunde die Außenseiterpositionen im Mainstream der Philosophie und damit auch irgendwie in der Gesellschaft, werden natürlich von Leuten, sagen wir mal, die eben den Mainstream vertreten, eher als Antimodernisten bezeichnet. Das wäre dann wieder eine Frage des Demokratieverständnisses und überhaupt des Verständnisses des Individuums. Da kann man sich nun unter anderem auch auf John Rawls berufen, der immerhin von einem Primat des Individuums ausgeht gegenüber der Gemeinschaft. Das heißt, er geht eben doch davon aus, dass das Individuum wie auch immer mündig ist und nicht einfach gelenkt und beherrscht werden darf. Ähnlich wie eben Sartre, kann man sagen. Und das wäre die Frage, was man jetzt sozusagen, nennt man das jetzt postmodern? Oder Sartre war nie postmodern, das ist klar. Aber das könnte man jetzt in diesem Stil verstehen. Dann wieder die Frage, was heißt Postmoderne? Ist das eine radikalisierte Moderne, so wie es manche verstehen? Also in diesem Sinne würde ich sagen, lassen wir das mit dem Modern oder Unmodern. Interessanter ist das, der Inhalt dieser Frage. Naturrecht, auf Naturrecht beruft man sich hier in der Regel nicht. Also naturrechtliche Aspekte sind, ein Naturrecht ist im Grunde das 18. Jahrhundert. Und das ist auch genau meine Position, dass ich sage, die Menschenrechtserklärung des 18. Jahrhunderts, die hatten quasi naturrechtlichen Background. Das wäre jetzt nicht so sehr das Entscheidende. Für mich ist entscheidender, dass diese von Revolutionären, die im Grunde noch nicht so wirklich fest im Sattel saßen, ne? Die französische Nationalversammlung 1789 oder die Erklärung der Virginia Bill of Rights. Das waren Revolutionäre, das waren sozusagen Bevölkerung, Vertreter von Bevölkerung, die unter dem Absolutismus oder unter dem britischen Kolonialreich gelitten haben und die sich dagegen gewehrt haben. Und die sich von sich aus quasi gesagt haben, wir haben aber Rechte. Das 20. Jahrhundert hat dann eben das auch in gewisser Hinsicht staatlich eingemeindet. Die Erklärung der Menschenrechte der UN von 1948 machen Staaten. Die erklären sich selber für verantwortlich dafür, erkennen aber nicht oder wollen gar nicht sehen, dass womöglich die Individuen auch selber da Widerstand leisten können. Das war die Einsicht des Existenzialismus. Aber die Argumentation, die in der Regel läuft in der Corona-Politik, ist ganz klar. Es gibt aufgeklärte Eliten, es gibt die Experten, es ist eine Expertenherrschaft. Das sind genau die, die die Informationen haben, die das Wissen haben, und die anderen haben das nicht. Und sozusagen die Politik ist in dem Kontext, sage ich mal, Erfüllungsgehilfe genau dieser Expertokratie. Und die Begründung dazu ist eher in der Regel, ist immer wissenschaftlich. Es wird immer behauptet, sozusagen sind die Wissenschaften, die haben die eigentliche Einsicht. Ne? Und es gibt keine andere. Und dagegen, also mal abgesehen davon, dass es genügend Wissenschaftskritik gibt, dass man sowas nicht einfach anerkennen muss, schon gar nicht als Begründung für einen Ausnahmezustand. Ich bin beim besten Willen kein Gegner der Wissenschaften, aber sozusagen für eine absolute Macht. Dafür sollten sie sich nicht hergeben. Das ist auch sehr gefährlich. Das kann genau den wissenschaftlichen Ruf ziemlich ruinieren. Wissenschaft beruht darauf, dass alles Wissen relativ ist und dass alles Mögliche, dass man sich immer getäuscht hat. Und gerade in einer so
jetzt sage ich mal, empirisch längst nicht so fundierten Wissenschaft wie der Medizin, wo sehr viel unterschiedliche Aspekte zusammenkommen. Also wenn man physikalische Experimente mit dem CERN macht, dann ist das vergleichsweise sozusagen solide und auch dort ist alles Mögliche fragwürdig. Und die Grundlagen der Physik sind längst nicht einheitlich oder gesichert und die werden sich in wahrscheinlich 100 Jahren oder in ein paar Jahrzehnten auch schon wieder gewandelt haben. Genauso wie auch das natürlich für die Medizin umso mehr gilt. Also da ist das, denke ich, ist dieses Modell der Furchterzeugung und mehr oder weniger vor dem Hintergrund der Drohung immer mit, wie auch immer, Worst-Case-Szenarien, für die Wissenschaften selber eigentlich gefährlich und es ist auf der anderen Seite auch eben einfach lebensfremd. Also wir leben nicht mit ständigen Worst-Case-Szenarien. Wer damit lebt, lebt in einer ständigen panischen Angst. Das ist eigentlich immer ein schlechter Ratgeber. Deswegen denke ich, ist das genau der kritische Punkt. Aber eben, das ist medial. Die Medien haben in diesem Spiel absolut mitgespielt. Für die ist das ja eben auch genau das Mittel der Absatzsteigerung, Furchterzeugung und so weiter. Ja, ich finde ja auch die Frage ganz spannend, sich nochmal diese Wechselwirkung anzuschauen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft oder Wissenschaft und Politik. Und das wird ja gerade eben an der gegenwärtigen Corona-Politik irgendwie besonders deutlich. Deswegen fand ich es schön, dass Sie das auch nochmal angeführt haben. Und jetzt möchte sich Paul Stephan auch nochmal zu Wort melden. Ja. Ich hoffe, er schaltet sich gleich dazu. Ich bin da. Vielen Dank. Also ich finde. Er hatte auch noch eine Anmerkung. Ja, okay. Dann schaue ich noch mal kurz. Sie können mich hören. Chat. Gut. Ich höre Sie hören, ich höre Sie. Okay, aber ich höre Sie nicht. Genau, aber ich. Ich höre Sie. Ich höre Sie hier über Jitsi, höre ich Sie. Ja. Okay. Okay, du musst jetzt mal deine Kamera und das Video anmachen. Bei mir bist du. Ja. Nicht sichtbar, nicht hörbar. Ich weiß daher auch nicht, ob man nicht auf YouTube sieht. Okay, dann liegt das an Jitsi, dann bist du offenbar jetzt auf YouTube. Genau, Fall. Also ich bin jetzt auf YouTube. Ich kann mich dann nicht hören, weil ich YouTube schon aber gut, du hörst ja nicht. Nur fürs Publikum, das war auch aber dann Grund, leg mal los. Wo wir verspätet so angefangen haben, weil ich die ganze Zeit versucht habe, zu ihr irgendwas zu sagen, aber sie mich nicht gehört hat, egal. Also wie wir finden noch immer raus, wo das Problem lag. Und genau, aber jetzt die Frage, die ich stellen will, oder den Punkt, den ich nennen will, genau, also ich finde, Herr schöner Mann, Sie haben einen sehr wichtigen Punkt angesprochen und der genau, also der finde ich auch in der so öffentlichen die Debatte eigentlich viel zu kurz kommt, aber der ja eben auch bei der ganzen Debatte um den Klimawandel ja auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also es gibt ja auch ein deutschen Spitzenpolitiker einer großen Partei, also die und den ich jetzt nicht beim Namen nennen will, die ja war wahrscheinlich auch nicht zufälligerweise großer Hans Jonas Fan ist. Und genau, also wenn man das jetzt vor dem Hintergrund der Dinge, die sie jetzt aufgezeigt haben, quasi in Verbindung setzt, dann ja, kann einem ja tatsächlich geradezu Angst und
bange werden, aber quasi jetzt aus ganz immer anderen Gründen. Und genau, und ich finde, ich weiß nicht, also ich wollte immer einfach nur mal kurz immer Ernst Bloch ins Spiel bringen. Also der doch dann eigentlich mit seinem großen Werk immer das Prinzip immer Hoffnung ja eigentlich dann geradezu ja als der viel philosophische immer Antipode von immer Hans Jonas doch eigentlich zu BBN wäre. Also der ja, also ich immer, also es gibt da ja Stellen im Prinzip immer Hoffnung, wo Ernst Bloch sogar so weit geht, zu sagen, dass es quasi im, also so eigentlich wirklich genau das im Gegenteil, also das ist quasi im Zweifelsfall immer eigentlich besser ist, gewissermaßen leichtsinnig vom im Best Case im auszugehen, immer als quasi irgendwie zu verzweifeln, weil quasi nur quasi nur quasi immer aus dieser immer optimistischen zur Haltung heraus im Handeln und bei Bloch dann ja vor allem eben auch revolutionäres Handeln möglich ist. Also es gibt da zum Beispiel eine schöne Stelle, also die finde ich wirklich genial. Ich zitiere es jetzt hier aus dem Gedächtnis, wo er schreibt, dass die Furcht und die Hoffnungslosigkeit quasi die besten Verbündeten des Großkapitals sind. Genau, weil eben, also quasi, wenn die Menschen furchtlos wären, dann könnten sie eben gar nicht beherrscht werden und dann würden sie eben quasi den Sozialismus voranbringen. Also würden Sie das auch so sehen? Also grundsätzlich, was jetzt sollten Sie Ihren Ton ausmachen, weil jetzt habe ich einen Hall drin. Blochs Prinzip Hoffnung, wie man es, also ich habe mich sehr intensiv mit dem zweiten Band beschäftigt, also den technischen Utopien, und da ist er ja für sozusagen Atomkraftgegner ein rotes Tuch. Er hat sich ja später, er gehörte ja zu den Wegbereitern, gerade in Tübingen, als er dann in Tübingen lehrte. Die Ernst-Bloch-Tage sind ja sozusagen, glaube ich, die gibt es heute noch, ich weiß es nicht genau. Und aber trotzdem, was er, die andere Seite mal abgesehen davon, dass er ein technischer Optimist war, wo man manche Sachen durchaus in Frage stellen kann, ne? Was er da, das klingt fast nach Fourier oder so. Ein Fontorium kann aus der Sahara eine blühende Landschaft machen oder so, so ähnliche Sätze gibt es da. Aber auf der anderen Seite hat er eine sehr interessante Theorie im Hinblick auf die Naturwissenschaften. Die könnte man als präökologisch bezeichnen, in dem Sinne, dass er sagt, man muss im Grunde mit der Natursubjektivität eine Art Allianztechnik entwickeln. Wie das im Genaueren aussieht, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich denke, seine Vorstellungen sind auch nicht allzu ausdifferenziert. Aber grundsätzlich ist das natürlich der Gedanke, der wie auch immer in dem Sinne, denke ich, bis heute auch ein Stück weit gewirkt hat, dass man eben nicht mehr so naturzerstörerisch technisch operieren sollte, wie man es eben in der mehr oder weniger Industriegesellschaft, die Ulrich Beck erste Moderne genannt hat, eben getan hat. Und da sind ja auch eine ganze Menge Fortschritte erzielt worden, kann man schlicht und einfach sagen, auch mit Bedingungen des Kapitalismus.
auch unter Bedingungen des Kapitalismus sind da Fortschritte erzielt worden. Aber was natürlich ganz wichtig ist, was Sie gerade angesprochen haben, das ist natürlich der Punkt. Mit Furcht, ich habe das Thema ja hier nicht weiter behandelt, aber mit Furcht hat man natürlich die Untertanen quasi immer entmündigt. Und also alle, die sich nicht zum Untertanen machen lassen wollen, sollten sich wirklich nicht von der Furcht leiten lassen, sondern in dem Sinne natürlich nach allen Aspekten suchen, wie man das Ganze sozusagen furchtlos, optimistisch, auf jeden Fall eher mit Hoffnung als mit Furcht. Interessanterweise, das Prinzip Verantwortung hat ja ihm, also sozusagen Jonas entwickelt das Prinzip Furcht und stellt es dem Prinzip Hoffnung ja entgegen. Das ist schon ganz witzig. Der argumentiert ganz massiv gegen Bloch und sagt zwar dann irgendwo am Schluss, ach, ein bisschen Hoffnung wäre nicht so schlecht oder so, aber das ist ja nur noch Kosmetik, was er da macht. Grundsätzlich ist er einer, der eben nur sozusagen vom Worst-Case-Szenario fordert und damit die Furcht. Und genau das, das ist das Gegenteil von Ernst Bloch, der im dunkelsten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts eben dieses Opus Magnum von 1600 Seiten, als Adorno, Horkheimer die Dialektik der Aufklärung schreiben, schreibt Bloch das Prinzip Hoffnung. Also in den 40er Jahren ist das entstanden. Und ich denke auch sozusagen die Idee der Träume, der Tagträume und so weiter, sind wunderschöne Elemente, die dann durchaus indirekt oder direkt auch in spätere Entwicklungen der Sozialbewegung, wie auch immer, da ging es dann eher um, wie auch immer, um Träume zu verwirklichen. Ne? Und und nicht einfach Träume für illusorisch zu halten und ja, keine Träume zu haben. Das Schlimmste, was man haben kann, ist ein Traum, den man gar noch verwirklichen will. Es ist das Gegenteil. Ne? Ich höre ja zurzeit am Morgen während des Yogas immer die alten Stones von 68 und da gibt es dieses schöne Lied, You can't always get what you want, but you can try. Und das ist sozusagen genau die Problematik, die Programmatik eines Denkens, das sich nicht an der Furcht leiten lässt, sondern durchaus gerade auch an den eigenen Träumen und den eigenen Ideen. Und da ist Bloch zweifellos ein Meilenstein, der dem Marxismus eben wieder ein bisschen Utopie einteufelte. Mit dem Geist der Utopie, sein frühes Buch, als der Marxismus wollte ja nie sozusagen utopisch sein. Und mit dem Prinzip Hoffnung hat er ebenfalls sozusagen ganz andere Formen von indirektem utopischen Denken, wie eben diese Tagträume und so weiter, die ja alle, also das ganze Material, was er da präsentiert, ist wunderbar. War es das zu dem Kommentar? Bitte? War es das zu dem? Ja, das war jetzt eigentlich meine Antwort auf den Herrn Stefan. Also ich würde sagen, da wir jetzt schon 2 Stunden online sind, würde ich die Sache ganz gerne zu Ende bringen. Ich weiß nicht, ob Herr Stefan nochmal darauf reagieren möchte. Ich kann ihn leider nicht hören und sehen. Nee, ist gut. Vielen Dank. Ja, dann, sagen wir alle Tschüss sozusagen für das Publikum und herzlichen Dank für das, wie auch immer, virtuelle Dabeisein. Genau, also von meiner Seite und im Namen der HAB nochmal vielen Dank an alle ZuschauerInnen und wie gesagt, geht auf die Webseite der HAB, falls ihr Lust habt, beim Essaypreis mitzumachen oder uns anderweitig zu unterstützen und dann einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Thank you.